Heute im Uplink geht es um neue AMD-Prozessoren, virtuelle Webcams und ein frisches Ubuntu. CT Uplink. Ja, herzlich willkommen zum neuen Uplink. Schön, dass ihr uns wieder zuschaut. Ich habe wieder drei wunderbare Teilnehmer dabei. Und zwar fangen wir mal bei Kevan an. Kevan, du sprichst heute über das neue Ubuntu und auch ein bisschen über Fedora. Davon gibt es nämlich auch eine neue Version. Hallo. Dann haben wir Christian. Christian, du erzählst uns was über neue AMD-Prozessoren und wie es überhaupt so läuft mit AMD. Die rollen ja gerade ganz schön um. Und Liane, du sprichst über virtuelle Webcams und wie man sie einrichtet und was für wunderbare Faxen man damit machen kann. Ja, Christian, es gibt mal wieder neue AMD-Prozessoren. Ich habe das Gefühl, AMD kloppt gerade fleißig CPUs raus, immer wieder neue Iterationen und vor allen Dingen gehen sie Intel damit ganz schön an inzwischen. Ja, also AMD hat natürlich wieder mal neue Prozessoren vorgestellt. Mhm. Kann man jetzt vielleicht ein bisschen schwer erkennen. Also es geht um Ryzen, steht da drauf, das kann ich ja schon mal verraten. Und was sonst auch, ne? Ja, nachdem AMD hatte ja im letzten Jahr die sage ich mal, Mittelklasse- und High-End-Prozessoren von AMD Ryzen 3000 vorgestellt. Und da gab es jetzt noch so eine kleine Lücke, ne, mit den günstigeren Prozessoren. Da hatten sie zwar die mit Grafik vorgestellt, ne, die 3200G und 3300G, die sind aber noch auf der alten Architektur und jetzt haben sie auch günstige Prozessoren mit neuer Architektur, mit Zen 2. Okay, was hat sich jetzt verbessert im Vergleich zur alten Architektur? Also bei Zen 2 sind die Rechenwerke komplett überarbeitet worden. Hat halt eine höhere IPC, nennt sich das, also pro Takt liefern sie mehr Leistung, aber auch die Taktfrequenzen sind gestiegen, weil der Fertigungsprozess einfach jetzt 7 Nanometer ist, das ist einfach eine feinere Struktur, kann ein bisschen höher takten, braucht weniger Strom, und wir haben noch ein paar so Detailverbesserungen gebracht, ne? Also größeren Cache, die Floating Point, also Gleitkomma-Einheiten verbessert, also haben wir schon eine ganze Ecke gemacht. Okay, und wie stehen die neuen Prozessoren so da im Vergleich zur Konkurrenz von Intel? Ja, also es geht bei den neuen Prozessoren, es geht um die Quad-Cores, das kann man vielleicht können wir auch mal erwähnen, das hat man bisher noch nicht gesagt. Also bisher war es so, wenn man einen Zen 2-Prozessor, also einen Prozessor mit Zen 2-Architektur wollte, musste man den 6-Kerner kaufen, ne? Den Ryzen 5 3600, und der hat halt 170, 180 Euro gekostet, und die kriegt man jetzt schon für um die 100, 120 Euro. Der Vergleich mit Intel ist ja schwierig, weil Intel hat zum Beispiel auch einen Quad-Core, den sie für nur 70 Euro anbieten, einen Core i3. Der große Unterschied ist aber, dass die AMD-Prozessoren deutlich leistungsfähiger sind, weil die gehen sogar manchen 6-Kernern, kommt die relativ nahe. Das ist nicht schlecht. Also generell eine Empfehlung für die Ryzen-Prozessoren, oder gibt es da irgendwie noch Hasenfüße, Abstriche, die man machen muss? Ja, also ideal, also was wir als idealen Anwendungsfall vor allem für den 3300X rausgefunden haben, das sind halt Spiele, ne? Das kann ich gleich dann nochmal später erklären. Der Architektur können wir kurz mal verschieben. Wo sie nicht so geeignet sind, ist Office, ne? Das ist immer noch das Problem, wenn man Office-Rechner hat, dann will man ja möglichst keine Grafikkarte stecken, weil Onboard-Grafik reicht da ja für die allermeisten Anwendungsfälle aus. Und da gibt es halt noch nichts momentan. Ne? Da muss man entweder, man nimmt halt die 3000G, die aber technisch halt eigentlich eher den 2000er entsprechen von den CPU-Rechenwerken mit Zen Plus. Die sind dann halt nicht ganz so performant, haben aber eine Grafik drin. Oder man muss noch ein bisschen warten, ein paar Monate. Da wird, denke ich mal, bald was kommen von AMD. Okay. Und wie sieht's aus mit dem Gaming? Was spezifiziert den, was war es, 3300G? Der 3300X. Ja. 3300, genau, Ryzen 3 3300X. Viele Dreien. Ja, es hat aber 4 Kerne. Als Besonderheit, muss man ein bisschen technisch einsteigen. Also die Zen 2 Prozessoren sind so aufgebaut, man hat erstmal ein IO-Die, das sind die ganzen SATA und USB und PCI Express und der Speichercontroller drin. Und dann gibt es noch das Compute-Die.
da sitzen dann halt 8 CPU-Kerne drin maximal. Ne? Bei denen sind jetzt natürlich nur ein Teil aktiv. Ne? Das sind quasi Ausschuss, kann man fast sagen. Also da werden halt Wafer-Chips genommen, wo halt ein Defekt drauf ist, ne? In einem Kern. Das ist aber nicht schlimm, dann schaltet man halt ein paar ab und die restlichen funktionieren ja einwandfrei. Und dieses Compute-Die unterscheidet sich nochmal in zwei CCX, CPU-Core-Complexes. Und das sind jeweils 4 CPU-Kerne drin und die teilen sich zusammen einen Level-3-Cache-Block. So, und bei dem 3100, dem günstigeren, ist es halt so, dass halt in jedem CCX 2 Kerne aktiv sind und bei dem 3300X sind halt, ist ein komplettes CCX voll aktiv und eins ist halt komplett abgeschalten. Und der Vorteil ist, wenn jetzt die Kerne untereinander kommunizieren müssen, das kann man einfach mal plastisch am Beispiel vom Spiel machen, ne? Angenommen, der macht jetzt die Physikeffekte, da ist halt die Figur und die schießt oder klopft mit einem Hammer auf einen Stein, dann muss ja auch der Audio, ne, berechnet werden, der Audioeffekt. Ne? Und das wird natürlich typischerweise heutzutage multithreaded gemacht, ne? Das läuft in einem eigenen Prozess ab, der auf einem anderen Kern läuft. So. Und bei dem kleineren, also wo das die 2+2-Konfiguration nennt man es auch technisch, also beim 3100 ist es so, wenn der eine Soundthread halt in einem anderen CCX läuft, als zum Beispiel der, wo halt der Hammer physisch da auf den Gegenstand schlägt, ne, dann muss der dem ja Bescheid geben. Und der Weg durch, die können halt nicht direkt miteinander kommunizieren über CCX, sondern müssen halt über das IO-DIE gehen. Ne? Also erst über Hypertransport Infinity Fabric zum IO-DIE und dann vom IO-DIE wieder in die, zum nächsten Kern. Und beim 3300X sitzen die alle in einem CCX und da können sie wirklich direkt miteinander Daten austauschen. Und dadurch sind die Latenzen geringer und dadurch schneidet er bei Spielen überdurchschnittlich gut ab. Ah, okay. Interessanter Effekt. Warum hat AMD sowas vorher noch nicht gemacht? Wenn das klingt nach einer günstigen Lösung, um so einen günstigeren Prozessor für Spieler attraktiv zu machen. Ja, das ist einfach eine Frage. Man will natürlich, da gibt es wahrscheinlich auch Nachteile, also bei dem jetzt nicht bei den Quad-Cores, aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen 6-Kerner hat, ne, dann wäre das unklug, den zum Beispiel in einer 4+2-Konfiguration laufen zu lassen. Ne? Sondern die sind dann halt eine typischerweise 3+3-Konfiguration, weil ja sonst der Cache unterschiedlich asymmetrisch groß ist, ne, für jeden Kern. Mhm. Und das gibt dann Probleme bei der Windows- oder der Betriebssystem-Scheduler weiß das ja nicht, dass die Kerner da verschieden quasi angeordnet sind und das gibt dann eher mehr Performance-Einbußen, als was es in dem Fall bringt. Wie gesagt, bei den Quad-Cores ist das relativ einfach umsetzbar. Da macht es jetzt AMD. Vorher war es halt oft so, dass sie eine 2+2-Konfiguration hatten. Okay, wie ist denn das mit den notwendigen Boards? Brauche ich da irgendwie ein neues Board für die Prozessoren oder kann ich, wenn ich jetzt noch ein, sagen wir mal, nicht ganz so altes Board habe, sagen, okay, das Upgrade lohnt sich vielleicht? Grundsätzlich laufen die Boards, das sagt AMD, in allen Boards, wo auch Ryzen 3000 läuft. Das ist natürlich erstmal eine relativ einfache Aussage, weil nicht jedes Board ist Ryzen 3000 kompatibel. Also auf alle Fälle sind das die teuren X570 Boards und dann die meisten, ich sag mal mit wenigen Ausnahmen, fast alle Serie 400 Boards. Also da gehört der B450 Chipsatz dazu und der X470. Da passen die alle rein. Bei den älteren 300er Chipsätzen kommt es drauf an. Also da gibt es halt bei vielen Boards oft nur ein Beta-BIOS. Manche kriegen auch gar keins. Da muss man halt schauen. Ne, aber die kauft man eh nicht mehr neu. Also da muss man ein bisschen gucken. Es gibt aber noch einen weiteren neuen Prozessor. Den hat AMD so ein bisschen unterm Radar veröffentlicht. Okay. Ja. Was hat es mit dem auf sich? Genau, ich habe nämlich ja alles mal mit nach Hause genommen. Ah, super. Das ist hier der Ryzen 3 1200. Da denkt man jetzt, 1200, das ist ja erste Ryzen-Generation, das ist ja 2017. Was soll denn der Scheiß? Ne? Ja. Ist eine Neuauflage. Und zwar diesen Prozessor gibt es ja jetzt schon seit 3 Jahren. Und jetzt eigentlich war der ursprünglich mit 14 Nanometer gefertigt. Und AMD hat jetzt nochmal eine Zen Plus Variante, also minimal verbesserte Architektur. Also nicht so ein großer Schritt wie Zen 2, sondern so ein paar kleine Verbesserungen. Das bringt so 3-5%. Und in 12 Nanometer gefertigt. Und der große Vorteil von dem Prozessor ist, dass er unfassbar günstig ist. Der kostet so 60 Euro plus minus. Muss man noch ein bisschen schauen. Momentan ist ja manchmal schwierig wegen Corona, wie die Händler da beliefert werden. Aber der kostet um die 60 Euro. Ne? Und das ist für einen Quad-Core natürlich ein absoluter Schnäppchenpreis. Ne? Und der ist auch nicht schlecht zum Game, weil der hat auch eine 4+0 Konfiguration. Und der lohnt sich auch für kleinere Aufgaben.
Ja, wie gesagt, da ist wieder das Problem, ne? Per Office, man müsste wieder eine Grafikkarte stecken, ne? Da ist der Spareffekt wieder dahin, ne? Was nützt mir, wenn ich einen 60-Euro-Prozessor habe und dann eine 70-Euro-Grafikkarte noch dazu stecken muss? Okay. Jetzt hat AMD ja auch, wie ich im aktuellen Heft gelesen habe, Mobilprozessoren rausgebracht, die auch ziemlich konkurrenzfähig sind. Bisher waren gerade die Mobilprozessoren ja eigentlich eine Domäne, auf der Intel ziemlich alleine war, gerade was Effizienz angeht. Wie schlägt sich denn die AMD-Variante? Also die Mobilprozessoren, die wurden ja schon länger angekündigt. Die sind ja schon auf der CES, glaube ich, vorgestellt worden. Also das früher gab es halt noch Computermessen so am Ah, ich erinnere mich Jahresanfang. dunkel. Und Ich war schon mal auf einer. ja, ist ja momentan nicht so in. Und da wurden die schon vorgestellt, also angekündigt. Ist ja oft so, dass heutzutage Produkte angekündigt werden. Also das heißt nicht, dass ich nächsten Tag in den Laden gehen kann und gib mir, sondern das dauert dann mal teilweise Monate. Die sind jetzt verfügbar. Das sind die Kombi-Prozessoren, also so ähnlich wie diese Ryzen 3000G, die ich angesprochen hatte, aber eben schon mit den neuen Zen 2-Kernen. Also auch das ist quasi die Kombination der Grafik mit den Zen 2. Die laufen aber schon unter der 4000er-Bezeichnung, sind aber technisch mit den Desktop 3000 dann quasi eng verwandt. Und die liefern eine erstaunlich hohe Performance, vor allem bei Multithread-Anwendungen. Also wie gesagt, wenn viele Kerne genutzt werden, also zum Beispiel Rendering, Video komprimieren, aber auch Spiele inzwischen, weil da Intel einfach nichts gegensetzen kann momentan. Ne? Intel ist so beim Laptop so auf 6 Kerne limitiert und AMD bringt einfach mal 8. Ne? Das ist natürlich eine Okay. Ansage. Wie sieht es denn aus mit Intel? Haben die also in absehbarer Zeit irgendwie mal eine Antwort parat auf auf AMDs Durchmarsch? Morgen läuft ja, das kann man einfach sagen, also morgen ist der Verkaufsstart für die Core i10000 Prozessoren. Die wurden ja schon vor 2 Wochen angekündigt. Gab es ja natürlich auch eine Meldung bei Heise Online, im Heft waren die auch schon. Das ist aber, wie soll ich das sagen? Ich kann ja nicht zu viel verraten, weil ich darf da nicht drüber sprechen, wie sie jetzt abschneiden. Das ist halt, ich sag mal so, das ist noch alte 14-Nanometer-Technik. Ne? Das ist immer noch die Skylake-Architektur. Das sind 2 Kerne mehr, also die haben jetzt einen 10-Kern am Desktop, aber wenn man halt sieht, ne, AMD ist bei 16 Kernen, da kann man die Mathematik jetzt, glaube ich, mal selber im Kopf machen, ohne dass ich zu viel verrate. Okay. Und das wird bei Intel wohl auch noch eine Zeit lang so bleiben. Ne? Also die haben halt ganz, ganz große Schwierigkeiten, diese 10-Nanometer-Fertigung quasi nicht ans Laufen zu bringen. Also die funktioniert, aber eben nicht mit den Stückzahlen, die sie brauchen. Ne? Deshalb gibt es ja zum Beispiel auch im Laptop die 10. QI-Generation zweimal. Einmal als 14-Nanometer-Variante, dann mit auch 4 und 6 Kernen, aber die 10-Nanometer gibt es halt nur mit maximal 4 Kernen. Ne? Und das Okay. Problem im Desktop ist, warum es immer noch keine 10-Nanometer-Desktop-Prozessoren gibt, obwohl die mal, also vor 5 Jahren hatte man gesagt, irgendwie sie kommen 2018, jetzt hat man glaube ich 2020, sind immer noch nicht da, weil sie A, die Stückzahl nicht hinkriegen und auch nicht die großen Wafer, also die großen Chips für die 8-Kerner oder 10-Kerner, was jetzt aktuell ist. Und das zweite Problem, sie kriegen auch die Taktfrequenz nicht so hoch. Und das ist Okay. natürlich im Desktop ein großes Problem. Im Mobile, ne, ist das nicht so schlimm, weil da will man eh auf Effizienz die Prozessoren trimmen. Aber im Desktop, ne, da ist man jetzt bei, sagen wir mal so, im Schnitt bei 4,5 bis 5 GHz, je nachdem, ob man jetzt Intel oder AMD nimmt. Und da kommen sie halt einfach nicht hin in den großen Stückzahlen. Ne? Und das und wahrscheinlich, das ist natürlich jetzt Gerüchte alles, aber wahrscheinlich wird auch selbst die nächste Generation bei Intel im Desktop noch 14-Nanometer sein. Da wollen sie dann aber vermutlich von 10-Nanometer zumindest die Architektur rüberportieren, wird zumindest so Okay. gemutmaßt. Ne? Und wann wir dann mal 10-Nanometer, also wirklich die mal richtig neue Prozessoren, sage ich jetzt mal, bei Intel sehen werden für den Desktop, ich glaube, das wird eher so Mitte nächsten Jahres oder später werden. Okay, na gut, das ist ja schon mal ein Ausblick. Dann warten wir mal, wie es mit AMD und Intel weitergeht und was sich da noch so entwickelt bei den ganzen Architekturen und Fertigungsverfahren. Mehr Details dazu, die Benchmarks und Hintergrundinfos könnt ihr im neuen Heft lesen. Das ist im Handel, beziehungsweise vielleicht sogar schon in eurem Postkasten. Da findet ihr noch andere Themen, wie zum Beispiel Raspi Nass und so. Vielleicht können wir das kurz mal einblenden, liebe Regie. Unser Heft.
Ne? Ah, da ist es wunderbar. Genau. Und außerdem ist noch zum einen das aktuelle Desinfekt drin. Das ist unsere Virenscanner-Distribution. Die könnt ihr live von einem USB-Stick ausführen, um euren Rechner zu desinfizieren, falls er mal mit irgendwas infiziert ist. Oder auch Freunden, Familie und Bekannten helfen. Und ganz wichtig, es gibt 66 praktische und lustige Sticker zum Aufkleben im Heft. Ich glaube, Kevan hat die da sogar rumliegen. Kevan, halt doch mal die Sticker kurz ins Bild. Ich habe schon welche verwendet. Genau, müsst ihr euch überraschen lassen, welche davon fehlen. Da sind alle drauf. Sehr gut. Also viel Spaß beim Aufkleben. Apropos Sticker. Nein, das war völlig bescheuert. Zum ersten Mal habe ich eine Überleitung richtig verkackt. Oh, ich könnte helfen. Ich habe mich von der Hardware-Abteilung auch auf jeden Fall überzeugen lassen von dem Ryzen. Ich habe nämlich glücklicherweise noch vor der Corona-Krise meinen Gaming-Rechner aufgerüstet und das, obwohl ich Linux benutze. Kevan, wow. Übernehmen Sie. Kevan, du hast doch das neue Ubuntu getestet. Und außerdem ja. Auch noch das neue Fedora. Was gibt's denn Neues bei Ubuntu? Also bei Ubuntu ist ja das jetzt mit 20.04, das ist halt das neue LTS, also diese Langzeitversion von Ubuntu. Und da ist halt die Frage, komme ich jetzt von einem 19.10, also der letzten Version, die vor einem halben Jahr erschienen ist, da ist es dann halt so ein bisschen Detailpflege. Komme ich aber von 18.04, dann merkt man schon, dass sich so einiges am Desktop poliert hat. Das sind halt einfach die Verbesserungen, über die wir auch die letzten zwei Jahre sozusagen aus dem GNOME-Bereich berichtet haben, die bei Fedora eingeflossen sind, die bei den Ubuntu-Zwischenversionen eingeflossen sind. Mhm. Im Grunde ist das jetzt nicht so ein revolutionär neuer Bruch, wie wir das mal in der Vergangenheit erlebt haben, als es den Wechsel gab von GNOME zu Unity, von Unity wieder zurück zu GNOME und so, sondern das ist halt schon so solide Weiterarbeit, paar optische, sag ich mal, geschmeidiger und hübscher und so. Die Details sieht man, aber es ist halt einfach ein ganz solider Desktop, der ja so auf dem Stand der Dinge ist. Okay, das klingt doch nach typischer Produktpflege für Ubuntu, aber gibt es irgendwie so erwähnenswerte Details, wo du jetzt sagen würdest, da könnte man mal oder da haben sie viel Fokus drauf gelegt und da jetzt mal ein bisschen dran gearbeitet? Also vorneweg möchte ich sagen, wenn man sich mal guckt, worüber Ubuntu spricht in den Pressemitteilungen, in Pressegesprächen und was die sozusagen so medial raushauen, dann ist schon klar, dass deren Fokus gar nicht mehr so auf dem Desktop liegt, wie es in der Anfangszeit war und womit vielleicht auch viele unserer Leserinnen und Leser Ubuntu verbinden, nämlich mit einem soliden Linux-Desktop, sondern die sind halt voll auf Cloud und Server und sowas. Und da geht halt auch so ein bisschen so die Entwicklung hin. Trotzdem springt sozusagen für uns als Desktop-AnwenderInnen halt ein bisschen was ab, weil die natürlich ja für so Firmeninstallationen oder größere Installationen natürlich trotzdem Desktop parat haben müssen. Und deswegen sind da nicht so diese großen Innovationssprünge, aber was halt so schon sichtbar ist, ist, dass jetzt diese Funktion für hochauflösende Displays, also diese krumme Skalierung, also ich habe jetzt einen 4K-Monitor oder einen, der nicht 4K ist, sondern so zwischen Full HD und 4K ist und mir ist die Schrift zu klein und jetzt möchte ich halt, jetzt kann ich die skalieren auf 200%, aber dann ist die Schrift wieder zu groß und der Vorteil von einem großen Monitor geht weg, weil ich dann wieder nur sehr wenige Inhalte sozusagen auf dem Desktop bekomme. Also will ich da halt so eine krumme Skalierung, nennt man das, also Faktor 1,25, Faktor 1,5 oder sowas haben. Und das war halt mit Linux bisher immer noch so eine Baustelle. Das war auch bei Windows, wie mir gesagt wurde, längere Zeit eine Baustelle. Und diese Funktion gibt es schon länger in Ubuntu-Version und da musste man halt, die gab es sogar schon bei 18.04, wenn ich mich richtig erinnere, und da musste man irgendwie im Terminal irgendwie so einen Zauberbefehl eingeben, der dann eine geheime Option gesetzt hat, mit der dann halt irgendwie das dann auch in der GUI sichtbar war und dann konnte ich dann halt irgendwie da drauf wählen. Das war alles so ein bisschen
kompliziert und unschön. Und sie haben halt gesagt, ja, das ist noch experimentell und so. Ich habe mit einem der Entwickler gesprochen, habe gesagt, was habt ihr denn jetzt neu gemacht? Also, Spoiler, es ist jetzt einfach in der GUI drin, ohne dass man was eingeben muss. Man macht so einen Schalter an, da ist noch so ein kleingedrucktes, so Beipackzettelmäßig, ja, kann instabil sein und nicht so schön sein. Aber hier habt ihr die Funktion, wenn ihr wollt, dann kann man das anschalten. Dann habe ich halt einen dieser Entwickler gefragt, der da dran gearbeitet hat, was ist denn, warum habt ihr es denn jetzt in Ubuntu 20.04 LTS sozusagen in die GUI gebracht? Und haben gesagt, ja, es hat sich jetzt so großartig, haben wir da nicht was dran getan, aber es hat sich so als stabil genug erwiesen und die Leute wollen das halt. Und Mark Shuttleworth hat das halt auch in so einem Pressegespräch gesagt. Stabil hat gesagt, genug. Ja, der hat das auch in so einem Pressegespräch gezeigt, so, ja, das sind so neue Wege, die wir so ein bisschen gehen wollen, so, okay. Fasst sich das jetzt mal so zusammen, ne? So, das ist etwas, was die Leute sich wünschen und das ist zwar noch nicht so auf der qualitativen Niveau, das, was wir uns wünschen, aber das Feature wird doch erwartet und dann können wir das halt mit so einer Warnung auch in die GUI packen und so. Ja. Also die Google-Strategie, einfach Better dran schreiben und dann... Nein, sie haben ja nicht Better dran geschrieben. Aber ja. Ich finde das, also ich finde jetzt sozusagen im Alltag, also ich meine, es gibt halt noch viele Programme, die das halt nicht so gut unterstützen, als zum Beispiel Chromium oder so. Ich glaube, Qt ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz so weit. VLC, doch, da sieht Qt man... Qt funktioniert sehr gut, ah, kann ja, genau, ich hier Qt, kurz einwenden. Genau, ja, danke, ja, genau, das ist... aber das, genau, und das ist aber es ist halt eben ein pragmatischer Ansatz und finde ich auch eigentlich ganz okay. Ja. Aber das scheint ja auch das zu sein, wo überhaupt die Desktops weiter dran frickeln. Also die XFCE-Variante von Ubuntu, das ist ja immer sowas, wo es nur so drei so kleine Änderungen gibt, weil die sehr, sehr langsam arbeiten und eher so, denen scheint es scheißegal zu sein, wie viel Wind sie mit einem neuen Release machen. Und die Xubuntu-Variante von 20.04 ist quasi auch solide, hat viele neue Sachen und da steht ganz oft im Kleingedruckten auch dabei, kommt mit großen Auflösungen besser zurecht. Das scheint so, ich glaube, das ist so ein Prozess über 5 Jahre oder so. Ja, also gut, die XFCE-Leute sind natürlich auch nur so 3-4 aktive und insgesamt so ein Dutzend und da finde ich schon, dass die ganz nette Sachen machen dafür, dass die halt einfach so wenige Leute sind. Genau, und was halt eigentlich noch so ein bisschen so Eye-Candy ist, ist halt so ein dunkles Theme ist jetzt sozusagen da. Das ist ja auch etwas, worauf die Leute teilweise stehen, irgendwie alles auf dunkel zu stellen und irgendwie nerd-kompatibel, sonnenlichtscheu, irgendwie alles dunkel zu machen. Und das geht auch eigentlich schon ganz gut. Es gibt natürlich, was weiß ich, ich habe dann Thunderbird, da ist dann alles dunkel bis auf der Mailtext, der ist dann auf dem weißen Hintergrund. Also, oder man muss dann halt irgendwie, ich glaube, teilweise dann halt, was weiß ich, ein G-Edit nochmal ein anderes Theme von dem Editor auswählen. Also dann ist halt alles drumherum, ist dann halt schwarz, aber das Text-Editorfeld selber, das Entscheidende quasi, so muss man dann von Hand umstellen. Wobei zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Twitter gehe, der Twitter sagt halt, hey, ich habe ein helles und ein dunkles Theme und das da funktioniert das Zusammenspiel. Das heißt, wenn Firefox ist dann dunkel und dann erkennt das, Twitter ist hat ein dunkles Theme und dann lädt er das und dann ist das so wie auf dem Handy mit diesem dunklen Modus. Das ist witzig. Ja, aber das zeigt halt auch so, auf dem Niveau bewegt sich das, was sich da tut. Das ist so kleinere Sachen, die schon den Alltag, also ich will das auch nicht so klein reden. Also ich habe jetzt halt, seitdem ich das getestet habe, habe ich jetzt hier auf meinem privaten Laptop auch 20.04. Ich hatte vorher 18.04 auf dem Laptop und ich finde, es fühlt sich schon geschmeidiger an. Also der Bootprozess ist noch einen Ticken schneller geworden und es geht so flüssig von dem Hersteller-Logo bis zum Ubuntu-Login. Das fühlt sich so sehr geschmeidig an. Eine Sache, die halt so ein bisschen mehr bei Ubuntu auf die Nerven geht, ist diese Geschichte mit den Snaps. Also ich finde es völlig okay, dass die da ihre eigene Sache machen. Diese Snaps sind ja diese Pakete, also eine Alternative zu den klassischen Linux-Paketen. Da geht es so ein bisschen darum, distributionsunabhängige Installationspakete anzubieten. Das heißt, ich will Signal installieren, Spotify oder auch das neue Inkscape, was jetzt rausgekommen ist. Jetzt will ich nicht warten 2 Jahre, bis das neue LTS da ist, sondern ich will jetzt irgendwie Inkscape 1.0 haben in Ubuntu. Und dann kann ich das halt über Snap installieren oder über Flatpak, was alle anderen verwenden. Und um das jetzt mal so zu vereinfachen.
Und ich finde es unproblematisch, dass jetzt Ubuntu sagt, so ja, wir haben da unsere eigene Ideen, die Konzepte sind ähnlich, aber im Detail unterschiedlich und Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Was aber mich ärgert, ist halt, dass die dann andere Sachen so kaputt frickeln. Also wir haben zum Beispiel ja GNOME Software, diese Paketmanager oder dieser App Store quasi. Man kann da zwar nichts kaufen, aber das ist halt so wie so ein App Store halt aufgebaut. Und den haben sie halt genommen und haben den halt Ubuntu Software genannt. Schön und gut. Aber sie gehen dann halt, haben dann halt irgendwie den auf Snap komplett umgestellt, haben Flatpak da rausgeschmissen. Und es ist halt auch so, wenn ich nach einem Paket suche, was oder nach einer Software suche, die es sowohl als Ubuntu-Paket gibt, als auch als Snap, dann wird mir quasi, habe ich erstmal eine Liste von ganz vielen Snap-Paketen, die auch teilweise gar nichts mit meinem Suchbegriff zu tun haben. Und ganz unten habe ich das klassische Debian-Paket. Ja, so. Mhm. Und bei Fedora sehen wir das, da haben die ja zum Beispiel auch Flatpaks, Snap und Debian, RPM-Pakete drin. Und da ist es halt so, dass der mir halt an, ich suche nach zum Beispiel nach Inkscape und dann sagt der, du kannst halt verschiedene Quellen auswählen. Du kannst es halt als Fedora-Paket auswählen oder du kannst es aus der Quelle Fedora Flatpak auswählen oder du kannst es aus der Quelle FlatHub Flatpak auswählen. Und das ist halt natürlich viel benutzerfreundlicher, weil ich dann sagen kann, hey, ich möchte es gerne aus der Quelle haben oder ich möchte jetzt hier die RPM-Version haben oder ich möchte jetzt die neuere Version haben, die ich bei FlatHub bekomme. Und das halt, das sind so Sachen, die, da will irgendwie Ubuntu so, habe ich manchmal das Gefühl, so einen Vorsprung haben gegenüber den anderen und macht es aber einfach kaputter und komplizierter, als es ist. Und wenn ich jetzt halt Flatpaks unter Ubuntu haben möchte, dann muss ich mir, also ich habe das wirklich alles durchgetestet, aber und versucht so, was ist der pragmatischste Weg? Und Liane und ich, wir haben ja auch so ein bisschen, als ich den Artikel geschrieben habe, darüber gesprochen und so. Und du hast ja ein bisschen Stirn gerunzelt, gesagt, so, das kann doch so nicht sein. Für mich war wirklich das Einfachste zu sagen, ja, ich installiere einmal GNOME-Software und dann dieses Ubuntu-Software, habe diese zwei App-Stores sozusagen nebeneinander und und installiere aber nicht in dem GNOME-Software das Snap-Plugin. Weil man könnte ja denken, hey, dann nehme ich doch einfach das GNOME-Software mit dem Flatpak-Plugin und dem Snap-Plugin und Debian-Pakete kann auch, dann habe ich alles in einem. Nein, das geht leider nicht, weil dann halt irgendwie das GNOME-Software schlechter funktioniert als ohne das Snap-Paket. Ne? So, und dann ist nämlich diese Integration, was ich eben erzählt habe, was unter Fedora ist, das ist dann mit GNOME-Software unter Ubuntu auch, aber nicht, wenn du das Snap-Plugin reinpackst. Und du kannst zum Beispiel auch nach einem Programm suchen, also wenn du sagst, ich will jetzt hier Inkscape aufmachen, dann drückst du die Super-Taste, also was die meisten Windows-Taste nennen, und gibst halt einen Begriff ein. Und dann ist das Schöne, dass halt GNOME-Software, wenn er erkennt halt, hey, ich habe das Programm nicht installiert, dann sucht er und sagt, hey, das Programm, was du installieren wolltest, was weiß ich, Okular für PDFs, hast du zwar nicht installiert, aber willst es eben schnell dir holen über GNOME-Software. Und das geht zum Beispiel dann weg, wenn ich dieses Snap-Plugin in dem GNOME-Software reinmache. Und das finde ich natürlich schade, weil es halt das umständlicher macht, als es notwendig wäre. Das klingt ja, du hast halt dann diese zwei Software-Installations-Tools und denkst immer so, ich suche irgendwas. Also deswegen habe ich mit Kevan auch ein bisschen hin und her getestet und gesagt, echt so, das ist die beste Lösung? Aber ja, leider. Also Kevan, meine Empfehlung ist, ja, nee, bitte. Wo wir gerade bei Flatpaks waren, du hast ja auch noch Fedora angeguckt. Was gibt's denn da Neues? Ja, Fedora bringt ja jede halbe Jahr eine neue Version raus. Das heißt, da sind halt auch die Entwicklungsfortschritte so mit der Lupe zu suchen, sage ich jetzt mal. Was ja auch nichts Schlechtes ist. Man will ja auch nicht immer alles halbe Jahre irgendwie alles irgendwie über den Haufen geworfen haben. Es gibt halt einfach im Gnome-Look und viel so diese Anpassungen, die halt die Gnome-Leute machen. Also der Anmeldebildschirm ist ein bisschen hübscher und aufgeräumter. Es gibt leichte Anpassungen im Systemmenü, da, das haben sie ein bisschen entschlackt. Die Sachen sind übrigens dann auch bei Ubuntu drin. So kleine Details wie, ich kann jetzt, wenn ich ein Passwort eingebe, WLAN-Passwort oder ein anderes Passwort, dann kann ich mir das halt so anzeigen lassen, wie ich das auch bei Android oder Windows machen kann. Ansonsten, und eine größere Sache, an der sie gearbeitet haben, ist Speichermanagement. Das ist ja auch unter Linux eine der Punkte, die
ein bisschen kritisiert sind, weil was passiert, wenn mein Speicher vollläuft, dann hat der Kernel eigentlich eine Routine, die sagt, oh, wer ist der Speicherfresser, den schicke ich mal über den Jordan, ne? So den Prozess schieße ich ab. Aber viele Leute sagen, der ist sehr konservativ und sehr geduldig und sagt erstmal, ja, ich gucke erstmal und ich will ja nicht so mit der Axt da durch die Prozesse schreiten. Das kann dazu führen, dass halt eben es sehr lange dauert, also dass Leute einfach nicht abwarten, dass dieser Aufräumprozess, dieser Out-of-Memory-Killer, OOM-Killer sozusagen seine Arbeit macht, sondern halt sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich drücke jetzt die Reset-Taste oder die Aus-Taste und starte neu. Verständlich. Kenne ich zu Genüge. Ja, genau. Auf jeden Fall haben die jetzt etwas integriert, ein Programm, das kann man sich ja auch unter anderen Linux-Distributionen installieren, das heißt Early OOM, ja, das ist ein Dienst, der läuft, der hat so ein bestimmtes Regelwerk und guckt halt, wenn halt der Speicher unter einem bestimmten Schwellwert ist, schickt der halt so einen Prozess, bitte beende dich, und wenn die nicht reagieren und der Speicher noch unter einem weiteren Schwellwert sinkt, dann schießt er die halt ab. Und die Fedora-Leute, die haben das jetzt zumindest für das Haupt-Fedora mit GNOME, haben die das eingebaut. Und das haben die jetzt so gemacht, dass der sich vor allem Browser-Tabs vornimmt. Ja, also Browser-Tabs, die kriegen so einen Wert, die sind quasi vogelfrei. Ja, wenn der Speicher eng ist, dann wird als erstes mal werden Browser-Tabs abgeknallt. Ne? So, okay. Und oh das nein, ist meine halt 150 Browser-Tabs. 150 JavaScript-Spiele gleichzeitig. Genau, ja, ja. Das erinnert mich übrigens an eine Browser-Extension, die ich mal hatte, dass je mehr, man hatte so eine Art Tamagotchi und je mehr Browser-Tabs man hat, umso schlechter geht es diesem Tamagotchi. Ja? Und wenn man zu viele Tamagotchis, wenn man zu viele Browser-Tabs hat, stirbt halt einfach dieses virtuelle Tier. Ja, so, vielleicht wäre das etwas. Nein, auf jeden Fall, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, also ich wollte in ein Team-Meeting reingehen und hatte nicht mehr so viel Speicher auf meinem kleinen schmalen Laptop und dann hat er einfach die Videokonferenz-Software abgeschossen. Da musste ich halt da ein bisschen nachjustieren und die Videokonferenz-Software da in die Whitelist mit reinpacken. Genau, und das ist, ich habe mir sogar einfach die Fedora-Einstellung, habe ich mir übernommen, beim Ubuntu-System auch reingemacht, ein bisschen angepasst. Klappt eigentlich ganz gut, ist aber schon ein, ich sag mal, nicht hochintellektueller Ansatz, sondern es ist halt schon so ein bisschen die Brechstange. Ich habe mit einem GNOME-Entwickler gesprochen, der mir sagte, ja, man hat sich jetzt so pragmatisch dafür entschieden, aber eigentlich, er war auch selber nicht so ganz glücklich damit und man ist halt da dran, das soll halt kommen, das wird noch ein bisschen dauern, halt mit so auch Kernel-Funktionen, die ja in den letzten Jahren eingewandert sind, das halt eben geschickter zu lösen mit Systemd und C-Groups und so. Und Facebook hat da auch an was gearbeitet für deren großen Server und das wird, da arbeiten jetzt die Facebook-Entwickler auch ein bisschen dran, das nochmal anzupassen, so dass das dann halt auch für den Desktop adaptiert werden kann. Und das wird dann halt hoffentlich intelligenter auch feststellen, wo sind denn wirklich die Speicherfresser und da halt auch ein bisschen für Ordnung schaffen, ohne jetzt da mit der Brechstange da irgendwelche dicken Prozesse, weil wenn ich jetzt an einem, keine Ahnung, GIMP aufhab und an einem riesen Poster arbeite, was halt irgendwie mit einer unglaublichen Farbtiefe im Speicher liegt, dann will ich natürlich nicht, dass halt irgendwie das mein GIMP abgeschossen wird. Also wenn ihr Early OOM verwendet, ein bisschen öfters auf die Speicherfunktion drücken oder Programme verwenden, die einen guten Restore haben. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, du hast noch ein paar Tipps für Ubuntu-User gesammelt, die sind auch im aktuellen Heft, was man so machen kann nach der Installation, ne? Genau, ich habe da erklärt unter anderem, wie man das Flatpak sich reinfrickelt, ohne sich ins Knie zu schießen. Hoffe ich, ja, sonst meldet euch bei mir. Und ansonsten, also ein kleines nettes Programm, was ich ganz spannend finde, ist GNOME Sushi. Das ist macht so eine kleine Vorschau im
na, wie heißt der? Dateimanager. Dateimanager, danke schön. Genau, also das heißt, ich klicke jetzt irgendwie auf eine PDF oder auf ein Video oder auf ein Lied und drücke dann die Leertaste und dann, ohne dass ich jetzt das eigentliche Programm aufmachen muss, kann ich schnell mal reingucken, was war das eigentlich, kann das weg oder war es die gesuchte Datei oder so. Das finde ich eigentlich sehr praktisch. Und die Freunde, die gerne ihren Schreibtisch, ihren virtuellen Schreibtisch, sozusagen ihren Desktop-Hintergrund vollpacken mit Dateien und Sachen, das haben ja die Gnome-Leute sozusagen ganz weggemacht. Ich mag das auch sehr gerne. Ich hatte früher meinen Ordner unterm Teppich, da habe ich dann alle Sachen da reingeschoben. Das brauche ich halt nicht mehr, bei mir ist halt alles ordentlich. Aber es gibt ja Leute, die mögen das. Die Ubuntu-Leute haben das ja auch dann wieder irgendwie da reingebastelt mit so einer Gnome-Extension. Aber die kann halt nicht Drag-and-Drop. Also man kann nicht aus dem Dateimanager per Drag-and-Drop auf den Schreibtisch Sachen ziehen. Es gibt aber einen Entwickler da draußen, der hat eine Extension geschrieben, Ding heißt die, Desktop Icons Next Generation, Ding. Die kann man sich installieren, ist auch im Heft erklärt und dann kann man auch Drag and Drop machen, so wie man es kennt, zwischen Desktop-Hintergrund und Dateimanager. Endlich wieder eine Desktop-Folgerin. Das ist fantastisch. Genau. Kiva, ja, du hattest noch eine Bitte an die Leser. Ja, und zwar manchmal kriegen wir auch zu hören, immer so viel Ubuntu und immer so viel Gnome. Ich würde mich mal halt interessieren, was die Leserinnen und Leser da draußen für eine Linux-Distribution verwenden. Also welche Linux-Distribution verwendet ihr und auch welche Desktop-Oberfläche oder grafische Oberfläche verwendet ihr? Und da würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt, ob das jetzt hier bei YouTube oder im Heise-Forum und dann haben wir auch mal so ein kleines Stimmungsbild und das würde ich dann auch für die weiteren Recherchen verwenden. Na super. So, Liane, mach doch eben mal eine elegante Überleitung zu dir selber. Okay, Moment, ich probiere. Wir machen einen klassischen YouTube-Jump-Cut, zack, geht sofort weiter. Mhm. Wir haben ja im letzten Jahr ziemlich viel Videos, also Gaming-Videos vor allem und Livestreams gemacht für unseren CT Zockt Gaming-Channel, weil bei Heise Online nicht ganz so viel Platz für all die kleinen Spiele ist, die wir so gerne uns angucken. Also schaut euch den gerne an, youtube.com/ctzockt. Und da habe ich sehr viel mit OBS Studio, mit einer Open-Source-Software gearbeitet, die es auch plattformübergreifend gibt. Und mit so Dingen wie Greenscreen und Webcam und sowas experimentiert. Und ja, plötzlich sind ja Videokonferenzen total angesagt. Und bei manchen Leuten steht hier hinten dann so der Geschirrberg oder so andere Dinge. Oder so wie bei Kevan, die Kisten. Und wenn man das nicht möchte. So ein Stapel alte DVDs, da. Sieht ganz dekorativ aus. Und wenn man das nicht möchte, kann man sich quasi entweder in seinen Westflügel begeben, so wie bei mir, oder man macht sich einen virtuellen Hintergrund und man kann, das ist eigentlich eine Funktion aus dem Livestreaming, das Webcam-Bild auszuschneiden und auf ein Gaming-Bild normalerweise zu legen. Und bei Videokonferenzen nutzt man das halt, indem man einfach einen beliebigen Hintergrund schaltet und oder das Bild einfach irgendwie anders zusammenbaut und das Ganze dann an eine Webcam-Software. Oder hier in diesem Fall an StreamYard weitergibt, damit man das aufzeichnet. Ah, okay. Und was brauche ich dafür, damit das funktioniert? Reicht eine normale Webcam? Brauche ich irgendwie komplizierte Technik oder wie läuft das? Also wir haben ja auch ein bisschen die Sachen für kleinen Geldbeutel getestet. Was man natürlich braucht, ist OBS Studio. Das gibt es kostenlos und ist tatsächlich eine relativ komplizierte Software. Ich habe in dem Artikel einfach nur also es ist wirklich eine Klickanleitung, erklärt, wie man diese paar Funktionen nutzt, die wir hier brauchen, weil wir brauchen ja keine Livestream-Einstellungen oder solche Geschichten. Man braucht einen Greenscreen oder Bluescreen, um den Hintergrund, der quasi hinter mir jetzt ist, auszublenden. Also vielleicht, um das mal zu demonstrieren. Hier hört der Hintergrund auf. Liane, deine Arme! Ich kann das auch mal ganz kurz zeigen, wie das eigentlich in der Wirklichkeit aussieht, nämlich so. Hinter mir hängt praktisch ein grüner Vorhang und dieses Grün, das filtert die Software raus. Dafür kann man natürlich auch was Blaues verwenden und wir haben also alles angeguckt, was wir hier im Haus am Blauen hatte. Ich hatte eine alte Isomatte in Blau,
Die habe ich da hinten festgetackert. Das funktioniert tatsächlich. Und wir haben einen Müllbeutel, einen blauen, gefunden. Und Müllbeutel sind super, das geht prima. Die müsste man halt nur möglichst glatt so zusammenkleben. Dann könnte man daraus, muss man dann halt Bluescreen einstellen. Und dann muss das möglichst glatt hängen. Und ja, und was man vielleicht noch braucht, ist entweder eine gute Beleuchtung. Also geht mit Tageslicht. Besser ist es, wenn man links und rechts und vorne und überall noch Lampen aufhängt, damit quasi dieser Greenscreen, der muss möglichst faltenfrei liegen, weil jede Falte einen Schatten erzeugt, den man im Zweifel dann sieht. Und dann muss man einfach in OBS ein bisschen mit den Werten experimentieren, bis das hier so, also so Haare sind so ein Problem, da sieht man immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwieriger als jetzt bei Merlin zum Beispiel. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Und dann lässt sich da Beliebiges, also man kann hier auch sehr schnell, keine Ahnung, sagen, ich sitze jetzt hier vor meinem Kyoto-Bildhintergrund oder Alpenpanorama oder sowas. man könnte zum Beispiel auch ein Video laufen lassen. Also wenn ich jetzt Zeit gehabt hätte, beziehungsweise wenn ich in den letzten Monaten im Büro gewesen wäre, hätte ich einfach mal ein bisschen Video im Büro oder im Haus aufgenommen. Dann könnte man im Hintergrund so im Loop so ein Video abspielen, dann würde das wie ja, Büroatmosphäre wirken. Oder mal, wenn man so Kundengespräche hat, man kann zum Beispiel auch hier, könnte man noch so ein Logo einblenden oder man könnte hier rechts oben jetzt noch so ein Fenster quasi einblenden, wo Bildschirm zu sehen ist, also dann für ein Webinar oder solche Sachen. Im Prinzip hat man volle Kontrolle über das eigene Webcam-Bild und reicht das? Also OBS braucht ein Plugin, das ist unter Linux und Windows jeweils ein anderes. Über das Gefrickel sage ich gleich noch was. Und dann startet man im Prinzip in OBS die virtuelle Webcam, die wird dann im Videokonferenzprogramm oder hier in StreamYard dann als Webcam ausgewählt. Und unter Windows ist das ein Doppelklick, indem man dieses Plugin als Excel-Datei installiert. Unter Windows, unter Linux muss man zwei Dinge nachrüsten, nämlich das Video for Linux 2 Loopback-Device, das quasi diese virtuellen Webcam-Devices erzeugt. Da kann man allerdings auch ganz viele Optionen mit auf den Weg geben. Und das Plugin muss man auch selber kompilieren, aber das sind drei Befehle, also das ist auch keine große Sache. Wichtig: die Softwareversionen müssen alle zusammenpassen. Also entweder alles top aktuell oder da, das war eigentlich der schwierigste Teil. Man darf hier nicht erwarten, dass man jetzt so wie in Ubuntu, wo man vielleicht nicht die aktuellste Version einer Software aus den Paketquellen kriegt, das funktioniert im Zweifel nicht, sondern man muss dann vielleicht ein Flatpak installieren oder so. Kannst du auch lustige Masken machen? Lustige Masken. Nur wenn ich sie als Video mache. Also das ist jetzt hier nicht so eine, so ich mache hier so ein Gadget. Bestimmt gibt es dafür ein Plugin für OBS. Also OBS ist so eine Video-Livestream-Wunderwaffe. Also man kann aufzeichnen, man kann livestreamen zu Twitch und YouTube und solche Sachen. Und es gibt unzählige Plugins, die auch alle kostenlos verfügbar sind, die alles Mögliche nachrüsten. Aber wer sich die Software mal anschaut, wird sehen, die hat so schon recht stolzen Funktionsumfang. Also man kann wirklich, also Streamer zum Beispiel benutzen das, um pixelgenaue Overlays über ihre, also die haben dann unten ein Fensterchen für die Webcam und oben eins, wo der Chat reinläuft und oben rechts nochmal eins, wo irgendein Zähler durchläuft und man kann das pixelgenau hin und her schieben, bis das alles ganz genau passt. Also man kann da tolle Sachen damit machen und man kann da auch viel Zeit dabei verspielen. wie ist denn das mit Latenzen? Also wenn man da irgendwie solche Effekte hat, kann ich mir vorstellen, dass das doch ein bisschen Verzögerung reinbringt. Also da kann sicherlich Christian gleich noch was dazu sagen. Das ist nämlich der ursprüngliche Grund, warum ich auf das Hardware-Ressort zugegangen bin, weil ich einen neuen Rechner brauche, weil Gaming ja schon relativ viel Leistung fordert und OBS muss diese ganzen Videogeschichten ja auch nochmal rendern. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Ebenen man baut, also wenn ich ein Webcam-Bild, ein Bild drüber, ein Logo und noch ein Video im Hintergrund und noch zwei, drei andere Sachen, dann steigt der CPU-Verbrauch massiv. Ich habe mir von euch ein Ryzen 3700X empfehlen lassen und der langweilt sich immer. Ja. Nee, das ist ja ein Paradebeispiel dafür für Multithread-Anwendungen, ne? Weil diese ganzen einzelnen Videoschichten, es muss ja der Greenscreen berechnet werden, ne? Das rausrechnen, den neuen Hintergrund dazu packen.
das sind halt alles eigene Threads, ne? Das Video komprimieren, das kann man auch sehr gut, also das Codieren kann man auch sehr gut parallelisieren. Und dann ist halt eben so ein 8-Kerner, ne, mit SMT, also 16 Threads sind da schon ganz hilfreich, ne? Das ist halt auch das Problem. Zum Beispiel, ich sitze ja an einem ganz alten Dual-Core-Notebook, da ist halt oft das Problem, dass zum Beispiel in Teams oder in ganz vielen Software diese Hintergrund-Blur-Funktion schon nicht funktioniert, weil der Prozessor zu alt ist und da quasi jetzt schon am Anschlag läuft mit diesen hier 4 Video-Streams. Also man könnte das natürlich auch kombinieren und sagen, man macht OBS auf einem anderen Rechner, verbindet das irgendwie mit NDI-Plugin oder per Hardware. Ja, das geht jetzt so ein bisschen über das, was die meisten Leute bereit sind, für eine Videokonferenz an Übungen auf sich zu nehmen hinaus. Aber wem langweilig ist und wer Lust hat, damit ein bisschen zu experimentieren, kann sich das gerne mal angucken. Und vor allem empfehle ich, gebe ich allen den Tipp, bis das hier klappt und hier kein grüner Saum mehr zu sehen ist und gerade bei fusseligen Haaren, also so wie gesagt, Merlin hat die perfekte Frisur eigentlich für sowas, aber bei so wie fusseligen immer ein Haaren, Argument für meine Frisur. Bis das alles passt, muss man sehr viel hin und her schieben und oft lohnt sich's einfach nochmal ein zusätzliches Licht aufzustellen. Also eins am besten, um sich vorne ein bisschen zu beleuchten und sich damit vom Hintergrund abzuhängen. Eins direkt hinter einem, was so ganz gleichmäßig den Greenscreen beleuchtet, vielleicht links und rechts, dann ist es insgesamt nochmal hell. Also da kann man, ich hatte zufällig noch so Tageslichtlampen für Fotografie, die sind dafür perfekt. Ich habe hier noch so einen Hue Lightstrip hängen, den ich quasi je nachdem, wenn mir die Farbe nicht gefällt, ich habe ja keinen kalibrierten Monitor, aber ich sage immer, heute aber grünstichig, dann mache ich da ein bisschen andere Farbe rein. Also sowas, damit zu experimentieren, hilft auf jeden Fall. Es ist dann nicht eine reine Softwarefrage. Okay, super. Na dann, das war doch schon mal ein guter Abriss zum Thema, wie kann ich mich selber in den eigenen Westflügel beamen, ohne mir wirklich ein Schloss kaufen zu müssen. Privatsphäre ist noch ein ganz wichtiges Argument. Oh ja, stimmt, Privatsphäre. Naja, nicht jeder will, dass der Chef einem bei der Videokonferenz regelmäßig in die eigene Wohnung guckt. Also dafür, ja, vielleicht eins noch, was ich vergessen habe. Ich habe jetzt hier so ein 1,5 x 2 Meter grünen Vorhang, den gibt es für ein Zwanni bei Amazon oder wo auch immer. Es gibt so Dinger auch kleiner, die klappt man dann so auf und schnallt sie sich direkt hinten an den Stuhl, damit geht es auch, also oder an Stativ, den Müllsack, sowas. Da kann man, glaube ich. Also könnte ich auch mit meinen viel zu hohen Decken und der viel zu weit entfernten Rückwand mit einer Montieranlage für meinen Stuhl noch einen Greenscreen kriegen damit. Ja, und du bastelst ja gern die Stehlampe da im Hintergrund, da könntest du vielleicht, wenn du die weiter vorrückst, einen Greenscreen oder Bluescreen oder einen Müllsack oder sowas dran basteln. Okay. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für die Tipps. Das alles im Detail könnt ihr im aktuellen Heft lesen, das, wie gesagt, jetzt am Kiosk sein sollte oder bei euch im Postkasten. Und daran gibt es die aktuelle Version des Desinfekts und außerdem noch den Raspi 4 als flexibles Nass. Liane schiebt sich schön ins Bild, sehr gut. auch ein guter Trick. Ja. Schön, dass ihr wieder alle zugeschaut habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Und auch vielen Dank, dass ihr drei dabei wart. Tschüss. Ciao. Tschüss.